dem heutigen Kandidaten. Was eine Kandidatin? Ist es eine Kandidatin? Sabina. Und wir sagen natürlich wie immer, hallo Sabina, nur den Vornamen sagen wir nicht, wer es kommt, Sabina. Damit sie gar nicht in Versuchung kommen, zu Hause im Internet zu recherchieren und alles rauszufinden. Bitte schön. Sabina, möchten Sie was trinken? Was vor Apfelschorle auf einen Kaffee? Vielleicht Wasser. Gut, ich musste noch unsere drei Umschläge rausholen. Genau, wir haben natürlich drei Fragen um den heißen Brei, damit unsere Zuschauer schon mal ein paar kleine Hinweise bekommen. Sie erzählen aber bitte natürlich nicht zu viel, okay, damit es noch ein bisschen schwierig ist. Das ist die 2, hier ist die 1, bitteschön. Dann fangen wir doch direkt an, würde ich sagen. Wie wir wissen, haben Sie Ihr Hobby zum Beruf gemacht. Können Sie sich noch daran erinnern, wer oder was Sie dazu gebracht hat, Ihr einstiges Hobby anzufangen? Ja, also eigentlich ausschlaggebend war ein Film, ein Kinofilm, in dem ich war. Und der hat eigentlich ein Hobby bei mir entstehen lassen, was dann letztendlich zum Beruf geworden ist. Was ja ein schöner Berufsweg ist. Ja. Kann ja nicht jeder von sich behaupten. Zweite Frage. Punkt, Komma, Strich. Welches dieser drei Satzzeichen ist in Ihrem Beruf quasi ein Muss? Punkt, Komma, Strich. Ja, fertig ist das Mund. Ja. Welches ist also, ich will ganz klar sagen, der Punkt. Der Punkt. Mhm. Das ist eine spannende Frage. Aber egal, das ist spannend. Was würden Sie sagen, wem können Sie mit Ihrem Beruf etwas ganz Besonderes vermitteln? Also ich denke, dass ich in meinem Beruf den Menschen Gefühle vermitteln kann oder sagen wir mal, Gefühle zuzulassen. Und dass es vielleicht besonders schüchterne Menschen auch anspricht oder für die eine Möglichkeit ist, etwas in sich selbst zu entwickeln. Mhm. Ja, okay. Da haben wir dreimal schön um den heißen Brei besprochen. Finde ich auch. Also Sie haben es schön rätselhaft gemacht. Ich wollte den ersten Hinweis aus dem Koffer holen. Ich glaube nicht, dass das der erste Hinweis ist. Aber irgendwie ist der... Da ist er. Zeig mir mal. Sehr schön, bitte. Der erste Hinweis, den bekommen Sie natürlich auch vor. Damit Sie noch ein bisschen mitraten können, bevor es gleich mit unseren Fragen losgeht. Und dann habe ich für Sie dieses kleine Teil. Ja. Also. Sehr schön. Der erste Hinweis, was könnte Sabina denn machen? Erst aus einem Hobby, dann ein Beruf. So, ich bin gespannt, ob es heute erwarten wird. Wir freuen uns. Gleich geht's los mit unserem Quiz und wir sagen erstmal Dankeschön zu Ihnen. Dankeschön. Okay. Daheim und unterwegs. Hier ist das Leben zu Hause. Sebastian Lüders aus Pritzwalk ist ein junger Gartenbauexperte, der an der Humboldt-Universität in Berlin Gartenbau studiert. Aber neben der grauen Theorie hat der junge Herr Lüders auch ein echtes Faible entwickelt für die Praxis, eine ausgeprägte Leidenschaft.